Für den jetzigen Einsatz habe ich das Thema Schottern gewählt. Ich habe ja bereits die ersten Stücke mit Mohnsamen etwas geschottert und bin jetzt eigentlich schon ganz gespannt drauf, wie das weitergeht. Hier habe ich die Ampulle. Die mache ich mal voll mit Leimwasser. Hier ist mein Mohnsamen. Und zunächst einmal kann ich ja hier jetzt diese Außenschiene angehen. Ich lasse dabei einen respektvollen Abstand zu den beiden Enden hier. Mach mal die Schwellen wieder frei. So, das kann mit dem Leimwasser befeuchtet werden. Die Flüssigkeit hat ganz stark die Tendenz dahin zu fließen, wo sie will und nicht wo ich will. Finde ich jetzt nicht so gut und probiere es mal von innen. Na,
das war auch eher erfolglos. Jetzt nochmal von außen. Es dauert seine Zeit, aber dann verläuft es doch irgendwann. Ja, zu sagen, dass das jetzt gut liefe, das wäre wohl einfach eine glatte Lüge. Aber wenn ich sage, irgendwie klappt das schon, dann ist das ziemlich nah bei der Wahrheit. Ich gehe jetzt hier noch ein Stück an. Und jetzt habe ich nach den Erfahrungen vom letzten Mal den Mohn nur sehr, sehr dünn aufgestreut. Fege ich das Zeug mal von den Schwellen. So, das war schon mal besser als beim letzten Mal.
muss ich die Schwellen wohl wieder sauber kriegen. Ja, da kann man es erstmal lassen.